nächster Raum, aber hier kann ich speichern. Ich frage mich... Okay, das wird jetzt ein Problem. Ups. Wenn man sich beeilt, kommt man nämlich so auf den ersten... Plattform direkt drauf und wird auch nicht vom Stachel getroffen. Jedes Mal muss ich ja die Hände... viel zu früh den Double Jump gemacht. Wow. Ja, irgendwie lief es zu Anfang runter und naja, nicht zu lange warten. Hallo. Och. Wow. Jo. Und Save Point. Zum Spaß nochmal. Und das Flugzeug kommt. Nein, ich weiß nicht, was das Flugzeug da macht. Und da sind wir auch schon bei unserem ersten Boss. Bam. Der ist so mega, da fallen sogar die Sterne vom Himmel. Hatte ich zu viel versprochen? Das ist Mike Tyson. No. Jetzt kann ich gar nichts mehr bewegen. Okay. Bitte was? Ich halte das sowas von klein, meinen Händen. Ach. Ich weiß, wo das Problem liegt. Das ist bei einer Zwischensequenz. Blöd. Die liegen nicht auf A und B. Ich würde es gerne springen auf A, schießen auf X und... Mist. Nein. So, eigentlich muss man jedes Mal das wir angucken, aber mit S kann man skippen, falls ihr es auch mal irgendwann spielen wollt, ihr Verrückten. Oh, ja. Den dritten muss ich überspringen. Ich hoffe, man hört die Musik, weil die Mike Tyson Musik finde ich cool. Ja, möchte ich mal gucken, wie ich das mache. Liegen einfach blöd. Muss man so unnatürlich halten. Wie habe ich das nochmal gemacht? Er wird natürlich jedes Mal schneller. Ich meine, die erste Form, das sollte jeder hinkriegen. Wenn man nicht so blöd ist zum Springen. Ich weiß auch nicht, wieso er Feuer spuckt, kotzt. Nein! Oh, das war richtig dämlich, aber so ging's. Ich muss einfach nur nach dem ersten Teil da drunter wegkommen. Och, ich bin noch gesprungen, so ein Mist. Und dann laufen. Lauf, Forrest, lauf! Ah, jedes Mal springe ich gerade zu früh, das ist doch Müll. Schon besser. Diesmal kann ich da auch nicht runterfallen, ist gut.
lassen wir ihn wieder hochkommen. Er macht seinen Schlag. Und ich renne. Und ich renne. Und ich renne. So, Nummer 2 geschafft. Ja, da war ich unsicher, ob ich direkt springen soll oder warten. Aber dort eigentlich gleiches Prinzip. Erst einen Schlag ausweichen und dann rüberrennen. Ich glaube, den ersten muss ich dort einfach gerade hochspringen. Ja, skip. Gut. Ja, Mike Tyson ist echt einfach. Eigentlich auch die letzte Form. Ich muss nur noch wieder rausfinden, wie es geht, aber einfach vor allem im Vergleich zu dem, was da kommt. So, schon besser. Wenn man nicht schnell genug ist und nicht genug Treffer landet, macht er sogar noch eine extra Runde. Ganz mies. Okay, das funktioniert auch nicht. Ich muss dem da irgendwie ausweichen. Ja, das war die falsche Taste. Hooray! Vergessen. Gehen wir einfach wieder rüber. Ich glaube, dann muss ich hoch über ihn drüber weg. Es hilft ja alles irgendwie nichts. Doch, stopp, ich will doch hier bleiben. Dass hier keine Lücke entstanden ist. So. Ich habe den ersten Schlag überlebt. Ich muss nur vier Schläge überleben. So, Nummer 1. Das hat man kommen gesehen. Wäre auch etwas zu schön gewesen, könnte ich mich da unten verstecken oder so. Ja, geh zu Boden, Mike. Ich bin The Kid und du kannst nichts gegen The Kid machen, denn ich habe meine Spielzeugpistole. Kannst ja gar nichts. Glück versucht er nicht, mir ins Ohr zu beißen. Ich dachte, da könnte ich auch einfach wegrennen. Ich könnte versuchen, natürlich nach dem ersten Schlag wieder umzudrehen. Ja,
viel zu früh gesprungen und dann irgendwie verhakt. Zu Boden und bleibt am Boden vor allem. Ich will wieder zur anderen Seite, die ist heiler. What? What? Wieso war der außerhalb des Bildschirms, als ich ihn normalerweise hätte treffen können? I call Bullshit. Das Spiel will mich doch verarschen. Naja. Ohne Worte. Wenigstens die Musik macht mir jedes Mal gute Laune. Das ist aber auch das Wichtigste irgendwie, dass die ersten paar Töne hier gut sind, weil man sie so oft hört. Ist das Teil schöner weggebrochen. Ich bleib mal hier für den Moment. Naja. Etwas früher springen. Kam nicht mehr zurück, um wieder drüber zu springen. Sollte klar sein, dass ich hier rüber gehe. Shit. Und seine Linke. Und jetzt habe ich hier eine vollkommen intakte Seite zum Spielen. Ach, zu spät gesprungen, scheiße. Ich glaube, ich brauche länger als beim ersten Mal. Und das ist echt ungewöhnlich für so ein Spiel, weil normalerweise ist beim ersten Mal ultra hart, aber sobald man einmal den Knack raus hat, kommt man weg gut zurecht. Und es war zu früh. Gott im Himmel. Dieses Feuer ist auf jeden Fall nutzlos. Und Schlag. Und ich renne. Ich gucke in die falsche Richtung. Scheiße. Gut. Okay, ich bin fest. Shit.
Und denkt dran, Leute, ich spiele das auf Impossible. Also ohne Speichern davor. Und es ist einer der leichteren Bosse. Mein Gott, und wenn man zu spät ist, wird man auch gekillt. Generell, alles killt einen hier. Ja, zu spät reagiert nach dem Schlag. Dass man sogar bei diesen leichten Parts hin und wieder stirbt. Es geht einem auf die Nerven. So, komm, Mikey Mike. Oh, shit, 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 shit. Ja, ich hab's gemerkt. Ich muss mich besser konzentrieren. Nicht so viel auf Mikey Mike rumhacken. Er macht doch auch nur seinen Job. So. Jetzt aber. Und wieder mal hier. Hey. Zu spät. Chris, zu viel. Und Phase 1. Geschafft. Noch ein Grund, wieso ich das eigentlich nie aufnehmen wollte. Oh shit. Weil es sich so wiederholt, weil man so ewig an manchen Stellen sitzt und es wird nur schlimmer. Wie gesagt, ein viel besserer Spieler, als ich habe für den Endkampf 1,5 Stunden gebraucht. Und der hat in Super Meat Boy Sachen, wo ich stundenlang dran gesessen habe, mal eben so in, ja, im dritten Anlauf. Wieso nicht? Gemacht. Und generell, er hat es auf 100% durch und manche Bandagen würde ich ja niemals da kriegen. Ah, eins zu tief gefallen. Mann. Das muss doch nicht sein. Have mercy on my soul. Das ist doch kein... Keine Gnade so. Gut, einer down. Er muss dreimal angezählt werden. Zweier down. Letztes Mal habe ich für die dritte Form vielleicht 2 Anläufe oder so gebraucht. Sag mal! Das ist doch ein Beschiss! Ja, ja, ja! Stirb! Oh! So, und wenn jetzt irgendwie der PC leckt und ich da runterfalle. Technisches K.O. Yes! Klarer Sieg nach Punkten.
Siegesmusik, Siegestanz, ja, ja, ja. So. Dann war ich den nächsten Sprung mir aber. Warte. Leichte. Nein, Problem nicht. Ich kriege nämlich relativ gut hin. Speichere ich trotzdem lieber nochmal. Wir springen nicht hier runter. Wir sind eine Feuerschnuppe und wir sind tot. Wie es weitergeht, das sieht man beim nächsten Mal. Obwohl, den Sprung kann ich ja fast noch zeigen. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist Mikes Ende ein gutes Ende. Denn, so, ich bin tatsächlich weitergekommen. Wir sind im nächsten Raum und wir sind wieder hier mal hier. Ja, macht's gut.